Um einen Test in Aqua zu automatisieren, legen Sie zunächst wie gewohnt einen Testfall an. Diesem können Sie einen Namen geben und ihn beschreiben. Danach wechseln Sie in den Schrittplaner. Da für diese Automatisierung keine Bedingung benötigt wird, wird diese zuerst gelöscht. In unserem Beispiel möchten wir die Undergon-Website testen. Daher lege ich zunächst zwei Schritte an: Website öffnen und Impressum. Am Ende soll das Öffnen der Seite und das Anzeigen des Impressums automatisch getestet werden. Nun wechsle ich in den Reiter Automatisierung und füge beiden Schritten ein Ranurex-Skript hinzu. Dafür wähle ich einen aussagekräftigen Namespace. Für dieses Beispiel haben wir Ranurex gewählt, aber Aqua kann auch noch mit anderen Werkzeugen zusammenarbeiten. Anschließend klicke ich auf den kleinen Pfeil unter Externer Editor und wähle alle verfügbaren Testschritte dieser Technologie, um in einem einzigen Ranurex-Projekt zu arbeiten. Nun öffnet sich das Ranurex-Studio und ich kann meine Automatisierung aufnehmen. Zum Abschluss wird das Ganze jeweils in Ranurex und im Testfall gespeichert. Danach kann der Test über den Agenten ausgeführt werden. Mit wenigen Schritten können Sie also Ihren Testfall in Aqua automatisieren und haben zusätzlich Zeit für andere Tätigkeiten.